Lohnt sich der Streaming-Anbieter Animax? Diese einfache Frage will ich heute klären, gleich nach dem Intro. In den letzten Wochen habe ich euch viele Streaming-Anbieter vorgestellt. Bei diesen kann man viele Anime schauen, oft sogar mit deutscher Synchro oder zeitgleich mit Japan. Viele Anime kann man sich sogar kostenlos anschauen. Doch einen Anbieter habe ich immer ignoriert, und zwar Animax. So spielt er in den letzten Jahren nicht mehr so eine große Rolle. Doch ist das gerechtfertigt? Oder warten dort vielleicht ein paar Schätze auf euch? Finden wir es heraus. Ich werde also jetzt erstmal den Anbieter vorstellen, wie viel er kostet und wie ihr ihn überhaupt abonnieren könnt. Denn das ist gar nicht so leicht. Zumindest etwas schwerer als sonst. Danach werde ich natürlich noch ein paar Serien vorstellen, die man dort schauen kann. Alle Anime, die du gerade siehst, gibt es übrigens bei Animax. Wenn du also in dem Video ein paar interessante Serien findest, solltest du bei Animax mal vorbeischauen. Aber beginnen wir beim Anfang. Denn Animax war nicht immer ein Streaming-Anbieter, also wo man Anime auf Abruf schauen kann. So gibt es dieses Angebot erst seit 2016. Doch Animax gab es schon vorher. So kennen ihn sicherlich viele noch als Fernsehsender. Ja genau, Animax war vorher ein Fernsehsender. Jedoch konnte man den nicht einfach frei über die Schüssel empfangen. Ihn gab es meist in speziellen Paketen, zum Beispiel bei Premiere oder später Sky. Er war also ein Pay-TV-Sender. Man musste somit Geld bezahlen, um ihn sich anschauen zu können. Auf Animax gab es Anime, Anime und nochmal Anime. Ein wirklicher Traum für jeden Anime-Fan. So wollte ich damals immer Animax haben. Dort liefen nämlich Serien wie Death Note oder auch Code Geass. Klassiker, die jeder Anime-Fan kennen sollte. Und das eben im Fernsehen. Man musste sie nicht auf DVD kaufen. Meist liefen ja auf RTL 2 dann doch eher die großen drei. Also Naruto, One Piece und Bleach. Oder eher Detective Conan. Kurze Anime-Serien jedoch nicht. Und Animax war natürlich auch immer am schnellsten. Sie hatten die neuesten Serien aus Japan. Doch eines Tages war es damit vorbei. Denn es gab eine bessere Möglichkeit, um Anime zu schauen. Und wir kennen es alle, das Internet. Und mit ihm kamen auch Streaming-Anbieter wie Netflix, wo man also Serien auf Abruf schauen kann. Man musste nicht mehr pünktlich vor dem Fernseher sitzen oder die nervige Werbung ertragen. Man konnte einfach mehrere Folgen am Stück schauen. Und das für einen kleinen Preis. Streaming-Anbieter waren dem Fernsehen in fast jeder Hinsicht überlegen. Gerade in Bezug auf Serien und Filme. Denn die werden ja nicht live gezeigt. Auf Netflix gibt es eben nicht täglich die neuesten Nachrichten oder eine Live-Übertragung von einem Fußballspiel. Dies führte dazu, dass Animax 2016 den Sendebetrieb einstellte. Sofort danach ging jedoch ihr On-Demand-Angebot online, also wo man eben Serien auf Abruf schauen kann. Und damit wollen wir uns auch heute beschäftigen. Doch wie kann man überhaupt auf Animax zugreifen? Denn dieser Anbieter ist nicht eigenständig. So gibt es das Angebot bei Vodafone Kabel Deutschland. Animax ist da dann einer von 115 Sendern. Das kostet regulär 15 Euro im Monat. Natürlich gibt es dann solche Angebote wie dieses hier, also wo man die ersten 12 Monate für 10 Euro bekommt. Doch dieser Monatsbeitrag gilt nur für ein Gerät. Wenn man auf mehreren schauen will, muss man nochmal 5 Euro bezahlen. Insgesamt also 20 Euro. Das ist schon ziemlich teuer. Ich würde mir das also nicht nur wegen Animax holen. Solltet ihr es jedoch schon haben, ist es natürlich ein netter Bonus. Doch es gibt noch eine andere Möglichkeit. Denn Animax ist auch ein Sender auf Amazon Prime. Den muss man dort jedoch auch dazu buchen. Da kostet Animax dann 6 Euro im Monat. Vorausgesetzt, man hat schon Prime. Denn das kostet 8 Euro im Monat. Und auch das wären dann schon 14 Euro. Jedoch gehe ich mal davon aus, dass viele Prime schon haben. Zumindest deutlich mehr als Vodafone TV. Außerdem können bei Prime auch zwei Leute gleichzeitig schauen, ohne dass man mehr bezahlen muss. Fokussieren wir uns also auf das Angebot bei Prime. Lohnt sich der Sender für 6 Euro im Monat? Und was bietet er für Serien an? Wichtig ist, dass Animax nur Anime mit deutscher Synchro anbietet. Wer also auf den japanischen Originalton Wert legt, ist hier an der falschen Adresse. Doch für viele sollte das eher was Positives sein. Denn die meisten von euch schauen lieber Anime mit deutscher Synchro. Man kann ganz entspannt auf dem Sofa liegen, ohne Untertitel lesen zu müssen. Kommen wir nun aber zu den Serien. Welche Anime kann man bei Animax schauen? Und das Schöne ist, dass man alle
alle gleich auf einen Blick hat. Du kannst einfach auf die Webseite von Animax gehen und siehst alle Anime. So eine schöne Übersicht bietet Netflix leider nicht. Bei Animax weiß man also, worauf man sich einlässt. Wenn wir jedoch diesen Katalog überfliegen, sind wir schnell fertig. Auch bei den Anime-Filmen gibt es jetzt keine Riesenauswahl. Außerdem werden Reihen einzeln aufgeführt. Also die unterschiedlichen Teile sind jeweils in ihren eigenen Kästchen. Das ist auch bei den Serien der Fall. Wie zum Beispiel bei Assassination Classroom Staffel 1 und 2, Clannad 1 und 2 oder auch der Sportanime Haikyuu 1 bis 3. Die Anzahl der Anime schrumpft also nochmal. Dann kommt noch hinzu, dass viele gar nicht exklusiv sind. Sie gibt es also auch bei anderen Anbietern. Gerade Wakanim hat einige Anime von Animax im Programm. Und das ist auch kein Zufall. So gehören ja die beiden Anbieter Sony. Serien wie Cardcaptor Sakura gibt es also auch auf Wakanim. Außerdem Erased, The Promised Neverland, Steins Gate Zero und viele, viele mehr. Wer also schon Wakanim hat und keinen Wert auf die deutsche Synchro legt, sollte lieber dort bleiben. Für alle anderen ist es dann vielleicht doch wieder interessant. Denn auf Wakanim gibt es viele Anime eben nicht mit deutscher Synchro. Bei Animax sind sie jedoch alle eben nur auf Deutsch verfügbar. Das bedeutet natürlich auch, dass es hier keine Simulcasts gibt. Also Anime, welche gerade in Japan laufen und auch zeitgleich bei uns gezeigt werden. Die erhalten ja meist auch nur Untertitel. Nur der Action-Anime Darwin's Game ist in dieser Season die Ausnahme. Der erhält nämlich auch 2 Wochen nach der Ausstrahlung eine deutsche Synchro. Jedoch gibt es den nur auf Wakanim. Und selbst wenn der Super ankommt, so eine schnelle Synchro wird erstmal die Ausnahme bleiben. Dafür ist der Aufwand einfach zu groß. Und es lohnt sich einfach auch nicht, jede Serie zu synchronisieren. Dafür schauen sie am Ende zu wenige. Es gibt jedoch einen Haken, denn Animax hat nicht immer die ganzen Anime im Programm. So gibt es bei dem Sportanime Fui nur Staffel 3. Oder auch bei Steins Gate Zero gibt es nicht die originale Serie. Besonders fällt einem das bei den Filmen auf. So fehlt zum Beispiel der erste und zweite Kisumonogatari Film. Ja, richtig gehört, die ersten beiden. Nur den dritten gibt es dort. Das ist natürlich ziemlich doof. Oder auch bei Persona 3 fehlt der erste Film. Alle anderen gibt es jedoch bei Animax. Besonders lustig wird es dann, wenn man merkt, wo der erste Persona-Film ist, nämlich bei Wakanim. Ja genau, und auch nur der erste. Das ist natürlich wirklich nicht optimal. Bei Wakanim gibt es übrigens auch die 3 Filme zu Kisumonogatari. Sogar auf Deutsch. Da macht sich Sony ja schon fast selbst Konkurrenz. Doch es gibt noch ein wenig Hoffnung. Denn bald gibt es einen echten Hype-Anime im Programm. So soll nämlich in diesem Jahr Demon Slayer auf Deutsch bei Animax erscheinen. Den haben ja extrem viele gefeiert. Und das auch zu Recht. Gerade die Kämpfe sind ja echt atemberaubend. Jedoch muss man auch wieder sagen, dass es den Anime eben schon bei Wakanim gibt. Nur halt mit Untertiteln. Leider gibt es auch bei Animax nur sehr wenige neue Anime. So gibt es vielleicht jeden Monat gerade mal 1 bis 2 neue Serien. Das ist eindeutig zu wenig. Zumindest wenn man den Anbieter für eine längere Zeit abonniert. Aber das muss man ja nicht. Man kann ja auch für einen Monat nur mal reinschauen. Oder vielleicht sogar nur 14 Tage. Denn so lange kann man Animax nämlich kostenlos testen. Und das lohnt sich dann auch. Auch für 6 Euro gibt es genug Anime zum Schauen. Auch welche, die es nirgendwo sonst gibt. Und davon will ich dir ein paar vorstellen. Beginnen wir mit der Actionkomödie Bloodlad. Eine echt kurze Serie mit nur 10 Folgen. Kann man also schön schnell wegschauen. So erinnert die Serie sehr an Noragami. Nur dass unser Hauptcharakter diesmal ein Vampir ist. Doch auch er versucht seine Partnerin wieder in die Menschenwelt zu bekommen. Denn die wurde nämlich von einem Monster gefressen und ist nun ein Geist. Auch Eureka 7 ist wirklich zu empfehlen. Dieses Action-Drama ist jedoch deutlich länger. So hat der Anime ganze 50 Folgen. Er hatte auch das Potenzial, ein echter Klassiker zu werden. Leider ist er jedoch mit der Zeit in Vergessenheit geraten. Bei diesem Anime surfen die beiden Protagonisten mit einem Roboter durch die Lüfte und gehen so gemeinsam auf Abenteuer. Full Metal Panic dagegen ist deutlich lustiger. Gerade die 2. Staffel Fumorfu bringt einen konstant zum Lachen. So geht es bei dem Anime um einen Soldaten, welche ein Mädchen beschützen muss. Denn sie ist eine wichtige Zielperson. Jedoch scheint sie dauernd in Gefahr zu sein. Zumindest denkt das Sosuke. Und so ist er immer in Alarmbereitschaft und tut alles, um sie zu beschützen. Komme, was wolle. Auch das Action-Drama Ergo Proxy gibt es nur bei Animax. Dieser war damals ziemlich beliebt und lief sicherlich bei Animax rauf und runter. Die Serie ist auch etwas tiefsinniger als viele andere Anime. Man kann also über manche Folgen schon mal ein wenig nachdenken. Wer darauf Lust hat,
hat, sollte dort mal reinschauen. Kommen wir aber nun zum Fazit. Für wen ist Animax? Animax ist für die Leute, welche Anime mit deutscher Synchro schauen wollen und die nicht die neuesten Anime aus Japan sehen müssen. Trotzdem lohnt sich Animax nur für eine kurze Zeit. Perfekt wäre er für die Sommerferien. Also wenn man mal länger frei hat, dann kann man schön alle interessanten Anime durchschauen. Bis dahin gibt es vielleicht noch ein paar neue Anime. Aber was ist mit dir? Wirst du dir Animax holen oder hast du es schon mal ausprobiert? Was hältst du davon? Schreibe deine Meinung doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt mir Button und abonnieren nicht vergessen. Man sieht sich im nächsten Video, bis dann!